Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tesla Olli. Heute mit dem zweiten Teil der Episode Tesla Fahrer und Freunde e.V. Hier versuche ich euch ja diesen tollen Verein, diesen Tesla Owners Club vorzustellen. Und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast, den ihr vielleicht schon aus dem Forum kennt. Der nennt sich dort Taurek, was auch immer das heißen mag. Das wird er uns gleich erklären. Und ich würde sagen, ich hole den Lars mal mit ins Bild und sag herzlich willkommen, Lars. Ja, guten Morgen, Olli. Danke und cooles Polohemd. Ja, das habe ich mir mal gegönnt. Das gab es nämlich auch passend zu meinen 99-Periode 9 Kilo. Und ich hätte es ja gerne, wenn ich gewusst hätte, dass es so toll ist, natürlich auch in weiß und in so einem schicken Rot, wie du es anhast. Aber momentan sind die ja alle, glaube ich, vergriffen. Aber ihr arbeitet da sicherlich schon an der zweiten Charge und da wird der Tesla-Olli gleich wieder zuschlagen. Aber bevor wir losstarten, Lars, vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor. Ja, ich bin der Lars, wie du schon richtig erkannt hast, im Forum unterwegs als Taurek, fahre seit 3,5 Jahren Model S, habe angefangen mit dem alten S85 ohne irgendwas drin, bin mittlerweile mit einem S100D mit ERP und AP 2.5 unterwegs. Ja, cool. Und vielleicht kannst du uns ja mal sagen, was bedeutet denn Taurek? Ich habe ja immer so an Star Wars oder Star Trek gedacht, weil viele ja immer so dann solche Namen aus diesen Science-Fictions haben. Was bedeutet Taurek? Ja, ist nah dran. Es ist in der Tat eine Science-Fiction, allerdings die größte Science-Fiction-Serie der Welt, geschrieben von ein paar Deutschen seit, ich glaube, den 50er Jahren schon, nämlich Perry Rhodan. Da kommt die Figur her. Ah, cool. Ja, schön. Muss ich mir mal anschauen. Habe ich irgendwie total verpasst und kannte ich bisher gar nicht, aber... Ja, bitte nicht schauen. Es gibt nur einen Film, der ist grottenschlecht, Der ist aus den 70ern. Musst du wirklich lesen oder die Audiocasts hören? Lesen. Audiobooks. Ja, lesen oder Audiobooks. Kannst du, glaube ich, auch in deinem Auto bestimmt irgendwie hören. Ja, das wäre doch cool. Ja, Lars, dann würde ich doch vorschlagen, sag doch mal, welche Rolle hast du eigentlich beim Tesla Fahrer und Freunde e.V.? Du bist ja Mitglied, so wie ich, und hast da aber eine ganz bestimmte Aufgabe übernommen und das auch schon seit einiger Zeit. Genau, ja, neben der offensichtlichen Rolle als Moderator bin ich halt hinter den Kulissen tätig und arbeite, sag ich mal, dem Thorsten und dem Uli so ein bisschen als Vorstandssupporter zu. Mache Organisationen von Fahrertrainings, Group Buys, wie sowas hier. Bin in den sozialen Netzen, wo ich es kann, unterwegs, poste hier und da mal was im Facebook, auf Twitter, mache unseren LinkedIn-Seite, habe aber zum Beispiel auch den Timo mit seinem T&E-Magazin, dem Thorsten und dem Uli näher gebracht und da die Kooperation aufgebaut. Auch du bist ja über den Timo und mich so ein bisschen an die beiden rangekommen. Ja, vielen Dank. Also viel so Social Networking, sag ich mal, für den Verein. Ja, cool. Vielleicht darf ich zum T&E-Magazin noch kurz was ergänzen, weil ich ja auch immer, so wie du, häufiger mal beim Supercharger vorbeifahre. Eigentlich sieht das T&E-Magazin viel besser aus als ich. Vielleicht sollte ich mir das mal in die Stirn heften. Nee, Spaß beiseite. Durch die Corona-Krise sind ja viele Auslageorte momentan leider immer noch nicht erreichbar. Und ich erfahre das immer so beim Laden oder auch an den Superchargern, dass viele gar nicht die aktuelle Ausgabe vom T&E-Magazin bekommen. Und da würde ich mir einfach mal den Hinweis erlauben, dass man da halt sehr, sehr kostengünstig eigentlich zu den reinen Versandkosten, Bearbeitungskosten halt das T&E-Magazin auch abonnieren kann, online auf temagazin.de und dann ganz bequem das T&E-Magazin auch nach Hause bekommt. Oder, so habe ich es ja gemacht, ich bin Mitglied im Tesla Fahrer und Freunde e.V. und bekomme es auch nach Hause. Richtig. Ja, Lars, viele kennen ja immer diesen Begriff TOC, Tesla Owners Club. Vielleicht kannst du da mal was zu sagen, was das Tesla Owners Club Programm bedeutet. Ja, das Tesla Owners Club Programm wurde 2016 von Tesla ins Leben gerufen. Weltweit sind zurzeit 139 Clubs in 24 Ländern mit über 109.000 Mitgliedern vertreten. Das sind so ungefähr roundabout 10% aller Tesla Owner sind in irgendeinem Club organisiert. Und interessant finde ich unter anderem, dass Europa den größten Anteil der Mitglieder stellt, gefolgt von China und erst danach Nordamerika. Also sprich, unsere Stimme ist größer, als man mitunter denkt. Und Tesla hat das ganze Programm gegründet, um halt A, die Möglichkeit zu bekommen, näher so ein bisschen an die Käufer zu rücken. Wir als Mitglieder profitieren natürlich in einem direkten Draht zu Tesla.
können uns da ein bisschen besser einbringen. Es gibt zum Beispiel regelmäßig Umfragen von dem Tesla-Programm an unsere Mitglieder, wo halt über bestimmte Themen gefragt wird, was gefällt den Leuten, was würden sie gerne machen, was findet man schlecht. Und die Ergebnisse fließen dann durchaus auch in Teslas Strategie ein und werden da ernst genommen. Also wir haben zum Beispiel von uns aus vor einem Jahr eine Umfrage unter unseren Mitgliedern gemacht, was die Zufriedenheit der Service Center angeht, und haben das dann auch persönlich an Tesla übergeben. Und da war man echt sehr dankbar für und hat das auch gut aufgenommen. Und ja, so hat man, sag ich mal, Win-Win-Situationen. Beide haben so ein bisschen was davon. Ja, cool. Also ich meine, du sprichst ja wahrscheinlich nicht mit Verlaub mit der Sekretärin, sondern halt schon wahrscheinlich. Na, ich wollte es jetzt nicht despektierlich meinen, um Gottes Willen. Ich habe ja auch eine Sekretärin oder mehrere sogar. Aber du hast ja richtig Kontakt dann halt auch mit, ja, kann man schon sagen, mit der Etage, wo auch der Elon Musk sitzt, oder ist das zu weit gegriffen? Teilweise ist das in der Tat richtig, ja. Also wir haben, um dem mal vorzugreifen, wir haben mehrere Kontakte zu Tesla. Also wir haben zum einen innerhalb dieses Programms einen monatlichen, nein, Entschuldigung, quartalsmäßigen Call, wo sämtliche Mitglieder des TOC-Programms und das TOC-Programmmanagement drin vertreten ist. Da tauschen wir uns dann halt aus, reden über diverse Themen, was war, was kommt, wo benötigt Tesla Hilfe, was können wir machen. Zusätzlich können wir Tesla kontaktieren, wenn wir feststellen, es gibt da ein Problem, was mehrere Leute betrifft und nicht nur ein Einzelproblem ist. Dann haben wir eine Eskalationsstelle, an die wir uns wenden können. Wir haben aber auch sehr viele Kontakte direkt zu anderen Organisationen. Also zum Beispiel, ich mache sehr viel mit dem Präsidenten aus Holland oder Belgien oder England. Wir tauschen uns aus, versuchen gemeinsam irgendwelche Aktionen zu machen. Da findet also einiges statt. Ja, also Und wir haben eigentlich. in der Tat, Entschuldigung noch, zu Elon selber haben wir keinen Kontakt, aber zumindest auf höchste Management-Ebene, sowohl in Amerika als auch Europa, sind wir ganz gut verdrahtet. Ja, aber wie geil ist das denn, ne? Also ich sag mal, das ist doch auch finde ich, ein wesentlicher Grund. Auch für mich war das sehr interessant, halt Mitglied zu werden im TFF, einfach weil man da halt auch mehr erfährt, ne? Und mehr bekommt und ihr halt auch den Kontakt habt. Und wenn es halt mal ein Problemchen gibt, was man vielleicht nicht lösen kann, dann seid ihr ja, glaube ich, auch der richtige Ansprechpartner. Da geht es jetzt nicht darum, ich habe ein Spaltmaß, was nicht passt, und dann ruft ihr da an oder setzt einen Call, sondern da geht es ja dann wirklich um wesentliche, gravierende Dinge, ne? Das muss man Genau. ja schon halt dazu sagen. Ja, da kann ich nämlich auch direkt anknüpfen an dein Interview mit dem Uli von letzter Woche. Da war ja unter anderem das Thema Ersatzteile und Services ein Thema. Und da gab es im letzten Call von Tesla eine Aussage, da war auch ein hoher Manager mit dabei und der hat uns gesagt, man arbeitet daran, dass jedes Ersatzteil, was mindestens alle 6 Wochen einmal benötigt wird, soll in Zukunft in jedem Service Center auf Lager sein. Also man hat da auch verstanden, dass Service durchaus ein Punkt ist, der verbesserungswürdig ist, und arbeitet also dran. Ich bin gespannt, Ja, man hat uns cool. jetzt keinen Timeline gesagt, weil wir kennen ja alle Elon-Zeit. Ja. Deswegen würde ich da mich jetzt nicht auf irgendwas festlegen wollen, aber ich finde es gut, dass Sie sagen, okay, das haben wir so erkannt, wir arbeiten dran und uns das auch kommuniziert. Ja, weil da gibt es halt schon so ein paar Dinge. Ich finde, man muss sich halt schon dem Markt anpassen, ne? Das ist ja genauso, wenn wir privat in Urlaub fahren und fahren in andere Länder, müssen wir uns ja auch so ein bisschen den Gepflogenheiten vor Ort adaptieren. Und können da auch nicht das machen, was wir wollen. Und genauso sehe ich es halt auch im Automobilbereich, ne? Wenn man halt den europäischen Markt angreift, und das hat man ja sehr erfolgreich getan, ne? Gerade was du auch gesagt hast, dass die europäischen Mitglieder in den TOCs als auch die Asiaten eigentlich die stimmgewaltigsten dann sind, auch gegenüber den Amerikanern. Das haben wir uns ja erarbeitet, indem wir halt dieses tolle Auto fahren und uns organisieren. Und das sollten wir natürlich auch irgendwo für uns nutzen und unsere Stimme erheben, dass wir dann halt auch in dem Markt ein passendes Produkt bekommen. Genau, richtig. Und das können wir halt, finde ich, nur, wenn wir uns gemeinschaftlich zusammentun. Da ist ja auch Deutschland stark, dass man sich halt organisiert in Vereinen, in Verbänden. Und ja, das finde ich einfach wichtig. Und das war für mich auch ein klares Signal, dass ich gesagt habe, wenn ich ein Tesla fahre, möchte ich auch im Tesla Fahrer und Freunde e.V. Mitglied sein und da mich so, wie es halt auch gewünscht ist und wie meine Zeit das zulässt, vielleicht auch engagieren. Und das wäre auch der Übergang zu meiner nächsten Frage, lieber Lars. Welche Aktivitäten habt ihr denn innerhalb des TOCs gehabt und was plant ihr in Zukunft?
Ja, also wie eben schon gesagt, haben wir ja einmal im Quartal diese Konferenzen. Das ist aber nur der erste Schritt. Wir treffen uns normalerweise einmal im Jahr auch persönlich, sowohl sei es bei Tesla vor Ort, wie zum Beispiel in Fremont oder letztes Jahr waren wir in Eindhoven. Da war ich Geil. dann zum Beispiel mit dem Thorsten und dem Timo vor Ort gewesen und da waren nicht nur Repräsentanten von allen europäischen Clubs, sondern wir hatten sogar ein paar Boardmitglieder von den beiden Clubs aus Australien da gehabt. Von Holland habe ich doch, glaube ich, ein Bild, das blende ich mal ein. Ne? Beschreib das mal, Lars, was ist da zu Ja, sehen? das ist ein anderes Bild. Das Bild ist von der sogenannten Quartalsrallye. Also es findet ja bei Ah, Tesla okay. gegen Ende des Quartals immer so ein Auslieferungspeak statt. Ah, Und okay. das Bild ist vom 31.12. letzten Jahres. Da war ich in Amsterdam und habe die Kollegen des Aha. holländischen Owners Clubs. Rechts auf dem Bild ist übrigens der Präsident zu sehen von hinten aus Holland. Bei Spricht er der gut Deutsch? Auslieferung, er versteht es, Aha. spricht aber lieber Englisch. Aber wenn Okay. ich Deutsch spreche, versteht er das, aber er antwortet mir lieber auf Englisch. Und Okay. wir haben halt dort vor Ort in Amsterdam geholfen, Autos auszuliefern. Da standen knapp, ich glaube, 8.000 Autos auf der Hafenfläche. Und wir haben halt bis zu 1.000 Autos pro Tag geschafft, an ihre neuen Besitzer zu übergeben. Und was mich da halt besonders fasziniert hat, und ich glaube, ich habe das auch im T&E-Magazin schon mal gesagt, dass halt in Holland Tesla auf einer ganz anderen Ebene angekommen ist. Hier, sage ich mal, kann man den durchschnittlichen Tesla-Besitzer ziemlich gut in die Schublade setzen. Ne? Also ich sag mal so zwischen 35 und 55 Jahre, höheres Einkommen, Ach, meistens da bin ich ja männlich. genau im Mittelfeld, ne? Ich werde nämlich übernächste Woche 45, ne? Also ich sehe natürlich viel jünger aus, ist ja klar. Natürlich. Ich sehe ja eher aus wie 35 und nicht wie 45. Aber da bin ich ja genau im Mittelfeld, ne? Genau, und hier sage ich mal, dann kommt noch hinzu, ich behaupte, mindestens 50% unserer Mitglieder sind wahrscheinlich ITler oder sehr IT-affin. Und in Holland war das nicht so. Ich sag mal, da habe ich eine 21-jährige Studentin als Kundin gehabt, ich habe einen Rentner-Ehepaar gehabt, ich habe eine Familie mit zwei Kindern gehabt, die ihr Auto da übergeben bekommen haben, komplett durch alle Bevölkerungsschichten und Einkommensschichten durch. Und das fand ich halt total faszinierend. Ja, Das total nur mal so zu cool. dem Event. Was Genau, machen wir wir waren ja noch? bei. Wir würden natürlich so eine Aktion auch gerne in Deutschland machen. Da arbeiten wir gerade dran. Wir denken, dass mit der Gigafactory in Berlin, wenn sie fertig ist, das sicherlich vielleicht ein Thema sein könnte, dass wir da auch stärker involviert werden. Zusätzlich möchten wir natürlich auch mit der Gigafactory irgendein Event machen. Es kann gut sein, dass eins der nächsten Meetups von Tesla dann mal in Berlin stattfindet. Da werden wir hoffentlich mit dabei sein. Wir arbeiten stark daran, dass sollte es ein offizielles Opening der Factory geben, dass wir da irgendwas machen können. Da sind wir in Gesprächen mit dem Europamanagement. Dann wollen wir zum Beispiel gemeinsame Touren machen, also mit den Kollegen aus Holland oder Belgien zum Beispiel. Dann wird es wahrscheinlich ein Winterfahrtraining auf einem gefrorenen Eissee in Norwegen geben. Da habe ich dir auch ein Bild vom letzten Jahr geschickt. Ja. Da werden wir wahrscheinlich nächstes Jahr, wenn Corona das zulässt, auch mit einigen Mitgliedern hinfahren können. Sobald ich da offizielle Infos habe, gibt es das natürlich im Forum. Ja, das Ein sind so ein wunderschönes Model X, ne? paar Ideen. Ja, das ist von dem schwedischen Kollegen Tesla Hamid. Der hat Ah, auch ein okay. schönes Video gemacht. Ich weiß nicht, ob das ist in den sozialen Medien, glaube ich, auch bekannt, wo er mit dem Model X mit offenen Flügeltüren Donuts drehend auf diesem Eissee fährt. Das ist ein sehr witziges, cooles Ja, Video. wie geil ist das denn? Also es gibt auch gute Influencer sozusagen, ne? Ja, genau. Die nehmen das auch alle nicht so ganz ernst und sind damit Ja. Spaß dabei. Das ist schon ganz cool. Genau. Ja, schön. Fahrradtrainings macht ihr ja auch. Da Korrekt. habe ich auch ein schönes Bild von dir bekommen, mit dem Model 3, was da wahrscheinlich dieser Wasserfontäne ausweichen muss, oder? Genau, richtig. Da hatten wir ein Fahrradtraining. Das war dieses Jahr im März, noch so gerade eben bevor Corona losging. Ja. Und das war halt für Tesla-Besitzer only. Aha. Hat halt den Vorteil, dass dann der Trainer sich auch auf die Besonderheiten von einem Tesla einstellen kann, weil mit Rekuperation und so weiter ist es doch ja ein bisschen etwas anderes Fahrgefühl als mit einem klassischen Verbrenner. Und ich habe den Trainer so angefixt dadurch, dass er sich jetzt zwei E-Golfs gekauft hat. Ah, geil. Für einen Tesla, sagt er, hat es noch nicht gereicht, aber das ist das Ziel. Aber er Cool. war so begeistert von der ganzen Geschichte und wir werden auch noch weitere Trainings mit diesem Trainer zusammen machen. Ein Training, was wir auch machen wollten, was jetzt wegen Corona verschoben ist, ist ein sogenanntes Kurven- und Effizienztraining. Das machen wir dann nicht auf einem Verkehrsübungsplatz, sondern in der realen Umgebung. Er hat das mit mir schon mal quasi getestet und wir konnten quasi nachweisen, dass wir sind eine Strecke zweimal gefahren. Einmal ich, so wie ich sie jeden Tag fahre, und einmal unter seiner Anweisung, nachdem er mich beim ersten Mal gesehen hat. Und ich hatte fast 20% weniger Verbrauch auf derselben Strecke.
Und das jetzt nicht, weil ich nur 10 km/h langsamer gefahren bin, sondern es ging halt um ganz andere Aktionen. Und das zusammen mit richtiger Lenktechnik und allem drum und dran wollen wir auch mal machen. Geht aber erst, wenn das Corona wieder zulässt, weil der Trainer dann halt neben den Leuten im Auto sitzt. Und das Ja. können wir halt im Moment nicht realisieren, aber das kommt. Ja, vorhin habe ich hier das falsche Bild eingeblendet. Vielleicht können wir noch auf diese Meetings noch mal kurz zurückkommen. Was Ja. besprecht ihr da? Was ist da der Kern? Also wenn ihr euch da versammelt? Ja, also das sind die Kollegen des, ich sag mal, spanisch sprechenden Raumes, also die Kollegen aus Spanien und Portugal und ich glaube, ja genau. Ja, was besprechen wir da? Also A, zeigt uns Tesla, was kommt in Zukunft. So durften wir zum Beispiel auf diesem Termin, mittlerweile darf ich drüber reden, weil wir alle so ein NDA immer unterschreiben müssen. Man hat uns damals den CCS-Adapter gezeigt, wie er aussieht und wann er kommen wird. Man erzählt uns was über die Strategie, aber halt auch, und das ist halt immer das Wichtige, man will auch Feedback von uns. Also man gibt uns dann zum Beispiel einen halben Tag Zeit, gibt uns irgendwelche Aufgaben und sagt, hier, die und die Sachen möchten wir machen. Überlegt euch was, wie können wir es besser machen, was würde euch daran stören, was würde euch gefallen. Man holt sich so aktiv Feedback von uns ein und ja, so können wir halt, wie gesagt, auch ein bisschen was an beeinflussen, wie es weitergeht. Und das finde ich halt ganz wichtig, dass wir nicht nur meckern, sondern halt auch wirklich was zurückgeben können und vielleicht auch helfen können, das Fahrerlebnis für uns alle zu verbessern oder das Einkaufserlebnis. Absolut. Da können ja wahrscheinlich dann immer nur bestimmte Kreise an solchen Meetings teilnehmen. Oder kann da auch mal ein normales Mitglied mitkommen, was das Interesse hat, was sich bei euch meldet und sagt, Mensch, ich habe da mal Bock, ich würde das auch mal so eine Atmosphäre gerne erleben. Also zu diesen Owners Club Meetings sind normalerweise immer nur Boardmitglieder oder halt die Präsidenten eingeladen. Wir hier und da machen wir mal eine Ausnahme. Also wir hatten jetzt letztes Jahr gab es ein Meeting in Fremont beziehungsweise bei SpaceX. Da konnte von uns keiner aus dem, also weder Uli noch Thorsten noch ich konnten. Und dann haben wir unter den Mitgliedern gefragt, wer hätte denn Interesse? Und dann hat tatsächlich ein Mitglied gesagt, ja klar, ich würde da hinfliegen, weil das war sehr kurzfristig. Das ging irgendwie eine Woche oder 2 Vorlauf. Und dann musste dieses Mitglied halt eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen und ist dann in unserem Namen als Abgesandter dahin geflogen und durfte dann auch SpaceX besuchen und für den war das natürlich auch ein Hit gewesen. Es gibt ein schönes Foto, wo die alle Mann vor der großen Falcon 9 stehen. Da war ich schon Wow. schwer neidisch. Ja, verdammt, Ja, wäre ich mal also noch besser da hingeflogen. würde der Tesla Olli ja auch gut aufs Bild passen. Die ist ja riesig, ne? Ja, richtig, genau. Naja, also coole Sache. Also ja, was mich halt so ein bisschen aus meinem ersten Video mit dem Uli nach wie vor bewegt, ist, dass halt der TFF nur so um und bei 250 Mitglieder hat, ne? Also wenn man mal überlegt, wie oft man und wie häufig man jetzt Teslas so auch auf der Straße sieht, am Supercharger trifft und viele habe ich das Gefühl, die kennen auch gar nicht so den TFF, ne? Die bewegen sich zwar so im Social Media Bereich, Facebook, Instagram und sind da irgendwo in Gruppen organisiert, nutzen natürlich das Forum so als, ich sag's ja immer, Wikipedia, Bibel für alle Tesla-Fahrer, wo ich mir auch immer die Tipps und Anregungen hole, was ich halt dann verbessern kann oder wenn ich mal einen Fehler habe, wo ich nachsuchen kann. Wie wollt ihr das hinbekommen, dass ihr diesen Übergang noch intensiver schafft, wirklich vom Tesla-Fahrer auch zum TFF-Member zu kommen? Ja, das ist ein schwieriges Thema. Wir versuchen natürlich unseren Mitgliedern auch einen gewissen Benefit zu bieten. Also um mal ein paar Beispiele zu nennen. Also wir können, jedes Mitglied von uns kann 20% Rabatt auf Bestellungen im Tesla Store bekommen. Wir versuchen, und damit haben wir jetzt mit den Polos quasi angefangen, exklusive Merchandise-Sachen zur Verfügung zu stellen. Ich habe dir da mal ein Preview geschickt von etwas, was ich im Moment in Arbeit bin, rauszubringen. Ich Darf hoffe, ich dass das ich dann mal in den nächsten Tagen. einblenden? Darfst du, deswegen habe ich es dir geschickt. Okay. Das wird so das nächste Ding. Wow. Das ja, iClip, die Leute kennen das wahrscheinlich aus den Videos von diversen Influencern, die damit auch Werbung machen. Carmaniac zum Beispiel Ja, fährt da herum. der hat mir so eine Limited Edition davon geschenkt. Genau, und wir Total versuchen halt, praktisch. genau, und wir versuchen halt eine zu machen für unsere Mitglieder exklusiv. Da gibt es ein paar Mindestbestellmengen, die wir einhalten müssen und natürlich muss ich das Ganze von Tesla absegnen lassen, weil da das offizielle Tesla-Logo drauf ist. Deswegen kann man das nicht so einfach produzieren. Das ist zum Beispiel eine Sache. Dann, wie du schon gesagt hast, T&E Magazin kriegt jedes Mitglied kostenlos zugeschickt. Aber was halt der Uli auch schon gesagt hat, eigentlich wollen wir nicht, dass die Leute nur in den Verein kommen, um irgendwelche Benefits zu kriegen, weil wir sind ein gemeinnütziger Verein und primär geht es halt
ja quasi im Sinne der Vision von Elon um das Voranbringen der Elektromobilität, nicht unbedingt nur Tesla, sondern generell Elektromobilität, nachhaltiges Transportwesen oder nachhaltiges Fahren. Und das unterstützen wir mit dem Verein auch. Also wir organisieren zum Beispiel Probefahrt-Events, wo Leute mit dem Tesla mitfahren können. Du weißt es selber, viele Petrolheads können es nicht verstehen, bis sie das erste Mal selber so ein Auto gefahren haben und dann macht es irgendwann Klick. Wir machen Sponsoring von Wallboxen an Orten, wo wir sagen, da fehlt noch was, da ist hier ist ein großes Loch in der Landkarte oder sowas. Also der gemeinnützige Aspekt ist halt auch wichtig und deswegen dürfen wir auch nicht quasi, dass mit dieser Mitgliedschaft von 100 Euro im Jahr die Leute dann Benefits für 200, 300 Euro kriegen, dann wären wir nicht mehr gemeinnützig. Das funktioniert so nicht, ne? Da haben wir ein Steuerproblem. Deswegen, wir machen was exklusiv für unsere Mitglieder, aber es geht halt darum, dass jeder, der bei uns Mitglied ist, halt das Ganze im Sinne der Mobilität oder des Förderns unterstützt, dass er unsere Vision, unsere Mission oder wie auch immer du es nennen magst, unterstützt und nicht nur des schnöden Mammons wegen. Ja, nein, also so bin ich ja auch zum Tesla gekommen, weil ich halt bei jemandem mitgefahren bin und total begeistert war und dann halt auch endlich verstanden habe, dass es halt inzwischen halt auch sehr, sehr gut funktioniert, ne? Weil für mich als Unternehmer ist es halt wichtig, dass ich mit dem Auto auch komfortabel und sicher reisen kann. Und sicher reisen heißt halt eben auch, dass ich keine Lust habe, an irgendeiner Ladestation zu stehen, die dann nicht funktioniert. Gibt es ja diverse Videos, diverse Namen, die immer wieder gerne genannt werden. So, und dann kommst du da vielleicht wirklich mit 5, 6, 7, 8% State of Charge an und dann geht die Kiste nicht und der nächste Schnelllader ist aber halt nicht mehr in deiner Reichweite und dann musst du halt irgendwo AC halt erstmal ein Stündchen überbrücken, damit du den nächsten DC-Lader bekommst. Und das war halt so mein primärer Grund, warum ich gesagt habe, Tesla funktioniert leibhaftig europaweit und plus dann halt diese Komfortmerkmale, die man halt in einem Tesla hat, waren für mich dann ausschlaggebend, warum ich mir auch ein Model S Performance dann sofort haben wollte, ne? Und genau. Ich kenne halt die Zeit auch noch aus 2013, wo ein Bekannter von mir sich ein Model S geholt hat und jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, kam er eine Stunde zu spät, weil halt irgendein Lader nicht ging oder der nächste Chargepoint halt irgendwie dann halt auch ab der Autobahn war, wo er erstmal 20 Kilometer ins Land fahren musste und ja, wo ihr dann genau. Oder einige von euch, der Uli ja insbesondere, dann Pionierarbeit geleistet haben. Ich bin ja jetzt in ein System eingestiegen, was glaube ich schon 2, 3 Jahre hervorragend funktioniert. Also ich komme 2, 3 Jahre zu spät, aber lieber spät als nie, oder? Ja, definitiv. Und wie gesagt, es ist immer wieder erstaunt, wie wenig die Leute wissen. Also ich habe zum Beispiel letztes Jahr war ich fürs T&E-Magazin in England und habe da die Charlotte interviewt, die diese EV Thank You Campaign macht und habe auf meiner Fahrt nach England dann auch über so einen Mitfahrservice jemanden mitgenommen und die Dame, die ich da mitgenommen habe, die ist auch noch nie in einem Elektroauto gefahren und war total fasziniert, dass man von Deutschland mal eben so nach England fahren kann, ohne irgendwie eine große Planung. Und das sind halt darf ich da einmal kurz einhaken, Lars? Ne? Das, was ich so geil finde, das musst du jetzt nochmal bitte hier auch in dem Stream sagen, mit dem Licht, ne? Also wenn man quasi mit der Fähre oder mit dem Autozug nach England kommt, was passiert denn im Tesla mit dem Licht? Das hat mich ja total begeistert, ne? Also ich habe das auch bei jemandem schon kommentiert, ne? So als Tesla-Olli, ne? Der kleine Klugscheißer. Ja, genau. Also ich war zu dem Zeitpunkt noch nie in England gewesen, muss ich zugeben. Und ich hatte aber von einem vorherigen Autoclub, wo ich viel unterwegs war früher, man sieht da ganz oben noch so eine Idee vielleicht, hatten viele Kollegen, sind immer nach England gefahren und ich wusste von den Fotos, von den Reiseberichten, dass die alle immer ihre Scheinwerfer abgeklebt haben, was ja Sinn macht, weil unser rechter Scheinwerfer weiter strahlt als der linke und man würde die Autos in England blenden und deswegen ist eigentlich die Vorschrift, wenn du als Auto vom Festland nach England kommst, musst du die Scheinwerfer abkleben, ansonsten, wenn du in der Nacht fährst, du kannst eine Strafe bekommen. Da sind die Engländer nicht zimperlich. Und dann habe ich versucht herauszufinden, wo muss ich denn mal beim Tesla abkleben und habe dann das Service Center in Düsseldorf angerufen, als man dann noch anrufen konnte. Und dann hat man mir gesagt, mach dir doch keine Sorgen, guck mal in der Anleitungsseite so und so nach. Und dann so, wie, Anleitung lesen als ITler? Macht man doch eigentlich gar nicht. Okay, habe ich mir die Anleitung durchgelesen, da steht tatsächlich drin und das war dann auch so. In dem Moment, wo der Tesla in England aus dem Untergrund, aus dem Zug gefahren ist, hat das Ding gesagt, oh, GPS-Koordinaten, ich bin in England, ich stelle die Scheinwerfer um und zup, hat er seine Scheinwerfer justiert und dafür gesorgt, dass er automatisch nicht mehr blendet und ich musste da nichts abkleben. Das war ein Feature, das kam ich vorher auch nicht, da habe ich gesagt, schon cool. Ja, total klasse, ne? Also ich wüsste gar kein anderes Auto, was das auch kann, ne? Also es gibt ja viele Dinge, finde ich, beim Tesla, die sind total klasse und
und insane und weit, weit der Zukunft voraus, ne? Und manche Dinge hinkt halt hinterher. Und da würde ich mir halt einfach so wünschen, ich denke mal, das ist ja auch das, was ihr versucht, so ein bisschen dann über die TOCs dann in die Chefetage zu kommunizieren. Was braucht die Basis? Ne? Also deutsches Auto muss wahrscheinlich gut gedämmt sein und bestimmte Features halt haben, wo der Amerikaner sagt, ja, brauche ich jetzt weniger, ne? Und so muss man ja irgendwo zu so einem Mittelweg kommen, wo man dann auch alle Märkte befriedigt. Das ist auch gar nicht so einfach, ne? Also genau, richtig. Wir haben da ja auch die höchsten Ansprüche an unsere Autos, ne? Ich sag mal jetzt ganz vorsichtig, Tesla ist halt eine amerikanische Marke und wenn ich jetzt mal so ein paar Vorurteile vorkramen würde, würde ich halt sagen, die Amerikaner haben halt eine etwas andere Einstellung und die sind immer der Meinung, dass ihr Weg der richtige ist und der einzig wahre ist. Und das muss man ihnen halt aus europäischen Standort so ein bisschen nehmen, sagen so, nee, Jungs, ihr müsst vor Europa schon ein paar Sonderlocken machen. Ihr könnt hier nicht mit den Leuten so umgehen wie in Amerika. Wir haben hier ein anderes Serviceverständnis und so weiter und so fort. Und das muss man denen so nach und nach in Tröpfchen beibringen. Man kann da nicht mit der Holzhammer-Methode ankommen, das funktioniert nicht, dann machen die zu. Und da muss man so ein bisschen politisch agieren, sag ich mal vorsichtig. Ja, aber wenn man halt sich auf das Wesentliche dann konzentriert, hat man natürlich ein geiles Produkt, ne? Also ich kann es halt wirklich nur jedem empfehlen. Ne? Man darf es dann halt nicht mit dem immer auch eins zu eins vergleichen wollen, was man hat, sondern muss halt sich auch mal auf was Neues einlassen. Ne? Und ich bin ja auch mit meinem Auslieferungsvideo und anderen irgendwo kritisiert worden, dass ich da bestimmte Dinge anspreche. Aber ganz ehrlich, Lars, ne, wenn das Internet in einem Tesla nicht geht, dann kann man sicherlich über einen Hotspot überbrücken, aber es ist halt einfach uncool, ne? Weil ein wesentliches Medium ist halt dann das Internet. Ne? Und und meine Kofferraumklappe hinten rechts, also auf der Beifahrerseite, die steht immer noch so gefühlt einen Zentimeter raus. Beim Owe ist das genauso. Da muss wahrscheinlich irgendwie die ganze Kofferraumklappe nachjustiert werden, eventuell auch sogar die Scheibe rausgenommen werden. Wobei Owe hat ja jetzt seinen Verkauf, der ist die Sorge ja los. Wahrscheinlich deswegen, weil sie das Problem nicht gelöst haben. das weiß ich nicht, ne? Nein. Müssen wir jetzt fragen. Aber das ist halt so ein Punkt, ich gucke da halt immer hin, ne? Und dieses Auto ist ja so wunderschön. Also ich finde ja nach wie vor, dass unser Model S total zeitgemäß ist. Und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt unbedingt irgendwie ein Facelift brauche, wo alle nachbrüllen. Und also ich muss sagen, so wie das Model S ist, gefällt es mir wunderbar. Auch innen drin, so mit den Monitoren, finde ich das total schick und komme da super mit klar. Aber klar, wahrscheinlich muss man auch da irgendwann mal nicht nur größere Akkus verbauen, sondern halt auch nach 4, 5 Jahren, nach dem letzten Facelift auch wieder mal das Design ändern. Ne? Kaufst du dir ein neues Model S oder sagst du, ich bin so verliebt in dein Model S? Wie heißt denn das? Meins, da kommen wir wieder auf das Thema vom Anfang zurück, ist die Executor. Ja. Das ist jetzt, da musst du ein bisschen Insider sein, um den Namen zu verstehen. Ich gebe dir das einfach mal. Also meine private E-Mail-Adresse ist auch vader@executor.net. Ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Spams, weil Vader, ne, Darth Vader, die Executor ist sein Schlachtschiff. Das ist das Ding, dieses große Riesenraumschiff, der Supersternzerstörer, der im 6. Teil in den Todesstern reincrasht. Das ist die Executor. Und deswegen, ich habe auch die Webseite executor.net und deswegen heißt das Ding halt auch so. Aber wie siehst du das? Würdest du dir dann das neue Model S holen? Bist du da total heiß drauf und sagst, Mensch, wenn das kommt und bezahlbar ist, ich und mein Gut verkaufe, steige ich sofort um? Oder sagst du, Mensch, ich habe mich so an mein Auto gewöhnt und eine Beziehung aufgebaut, so wie der Timo Schad, der wird ja niemals sein Model S, glaube ich, freiwillig abgeben. Weiß gar anderes, aber okay. Nee, also für einen Cybertruck vielleicht. Obwohl, er hat mir diese Woche gesagt, er wird dann vielleicht sogar 3 Tesla haben. Ja, ich sage jetzt mal nichts falsch, damit der Timo keinen Ärger kriegt. Nein, also ich habe nicht vor, mein Model S so schnell zu tauschen. Ich habe den bewusst auch auf, jetzt muss ich überlegen, 4 oder 5 Jahre geleast, weil ich der Meinung bin, dass ich komme damit völlig klar. Und mein Problem ist aufgrund meiner Größe, ich bin 1,96, ich passe nicht in kleine Autos rein. Also ich bin früher auch schon immer große Autos gefahren. Beispiel davor bin ich einen Opel Insignia gefahren. Wir wollten eigentlich nur einen Astra kaufen, da passe ich aber nicht adäquat rein, beziehungsweise hinter mir kann keiner mehr sitzen. Mein Problem ist immer, ich brauche große Autos. Und aufgrund der Nachhaltigkeit würde ich jetzt nicht nur, weil es irgendwo ein neues Feature gibt, mir direkt ein neues Auto kaufen, weil dann ist wieder diese ganze, ich sag mal, Umweltaspekt und so, das passt ja auch nicht, wenn ich mir jedes Jahr ein neues Auto kaufe. Wenn mein Auto dann mal 4 oder 5 Jahre alt ist, muss ich halt überlegen, übernehme ich es oder nicht.
Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass dann das über oder das nächste Auto vielleicht eher ein Model Y wird, weil ich glaube, da könnte es platztechnisch noch hinhauen, dass auch hinter mir noch jemand sitzen kann, der jetzt nicht gerade nur 1,30 groß ist oder sowas. Aber Ja. weiß ich noch nicht. Habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht, weil bis dahin, mein Auto ist jetzt erst 1,5 Jahre alt, das jetzige, was ich habe. Da vergeht noch so viel Zeit, wer weiß, mit was Tesla da bis dahin noch um die Ecke kommt. Oder vielleicht gibt es auch andere, also Ja, du ja, hast doch da damit ist sicher schon immer Hintergrundinformationen, Lars. Jetzt kannst du es ja ruhig sagen. So viele Zuschauer habe ich ja noch was. nicht. Die behalten es auch alle für sich, ne? Also die Tesla-Olli-Community, die kann auch Geheimnisse bei sich behalten. Kannst du ruhig sagen, wenn du da jetzt irgendwie ein paar Infos hast, vielleicht, ne? Nee, die Jungs, das ist ja etwas, was viele gar nicht glauben. Tesla liest in der Tat auch in unserem Forum mit. Wir wissen Aha. von, also es gibt ein eigenes Team von Tesla, was generell die sozialen Netze beobachtet. Die sitzen in Holland und sprechen, ich glaube, 20 verschiedene Sprachen oder so. Die haben relativ viele Wahnsinn. Mitarbeiter. Und die lesen bei uns auch mit. Und es passiert zum Beispiel regelmäßig auch, das siehst du vielleicht auf YouTube, dass ein, zwei Leute, die in diesem Early Access Programm drin sind, dann irgendwelche Videos posten von Features, die demnächst rauskommen. Die Leute fliegen in der Regel nach einer relativ kurzen Zeit aus diesem Programm raus, weil sie halt Informationen geleakt haben, die non-public waren. Und nee, danke, das brauche ich nicht. Ja, dann kommen wir auch langsam zum Ende des Streams, damit du mir dann, wenn die Kamera off sind, dann nochmal die Geheimnisse verraten kannst. Ne? Nein, ich weiß ja, das machst du auch nicht. Da bist du ja sehr integer. Nee, eine letzte Frage hätte ich vielleicht noch, weil ich ja unheimlich viele Autos, gerade auch mal so Test-Elektroautos, total begeistert bin von der Technik. Ich habe ja den Corsa E gerade zuletzt getestet, habe mir noch für die Firma ein Kia e-Niro zugelegt, wo wir sehr zufrieden mit sind. Glaubst du, Tesla braucht einen Kompaktwagen? Also gibt es einen Markt auch für so ein Premium-Produkt wie Tesla in der Kompaktklasse? Oder sagst du, die arbeiten am Cybertruck, Semitruck, Roadster, Model Y dann halt auch in der weltweiten Auslieferung? Was wird die nächste Autogeneration bei Tesla sein? Was glaubst du da? Also ich hoffe, dass sie es tun, weil wenn du dir die Zulassungszahlen, ich glaube in Deutschland oder Europa anguckst, wer ist hier Nummer eins? Das ist die Renault Zoe, wenn mich nicht alles täuscht. Eindeutig Kompaktwagenklasse. Ja. Ich sehe es an uns selber. Wir brauchen auch nur ein großes Auto. Wir brauchen zwar Genau. zwei, weil wir beide arbeiten und meine Frau kriegt jetzt ein Corsa Elektro. Ja. Gibt halt von Tesla nichts Passendes und was Größeres. Selbst der Corsa Elektro, theoretisch hätte es noch eine Nummer kleiner sein können. Also sie ist vorher einen Adam gefahren, halt Fand ich auch Opel-Familie. schick. Insofern, ja, definitiv. Ich denke, Tesla ist halt am Anfang nicht auf diese Schiene gegangen, oder das haben sie auch gesagt, weil sie erstmal Geld verdienen mussten. Und den verdient man am ehesten mit den großen Autos. Ich denke, je größer sie werden, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie irgendwann auch in den Markt gehen, weil man sieht ja, er ist groß genug. Ne? Also Ja. der Bedarf ist definitiv da und ganz ehrlich, was jetzt Ressourcenverbrauch und sowas angeht, ist es ja auch durchaus vernünftig, kleine Autos zu bauen und nicht nur so Riesenschiffe. Muss man ja auch Naja, ganz aber ich sag ehrlich mal, sagen. wenn man mal überlegt, also man lässt jetzt mal die Technik und die Software und all die Vorteile, die Tesla sicherlich zweifelsohne hat, das ist ja alles unbestritten. Wenn man es mal außen vor lässt, muss man halt schon, finde ich, aufpassen, dass gerade so Marken wie VW mit dem ID.3 oder auch dann Opel mit dem Corsa und halt auch die Franzosen, Asiaten, dann nicht irgendwann auch mal den Markt bereinigen, ne? Also du kannst ja auch als Automobilhersteller einfach mal zu spät kommen, oder? Wie siehst du das? Ja, definitiv. Und ich denke, da wird sich auch in den nächsten Jahren noch was tun. Bin mal gespannt, ob es alle Autohersteller überleben werden, so wie sie im Moment existieren, oder ob es irgendwelche Zusammenschlüsse gibt. Schau mal, ich meine, man sieht ja, an einigen deutschen Herstellern, wie viele Leute die im Moment entlassen. Ja, Ich denke, leider. Tesla in Grünheide freut sich drüber, weil sie ein paar Ingenieure einstellen können, die woanders waren. Weiß ich nicht. Es ist ein kontinuierliches, also ich meine, der Markt verändert sich halt, ne? Und die Ja. Leute, die immer meckern, ja, die Elektromobilität, die kostet so viel Stellen oder da werden so viele Leute arbeitslos, das gab es aber schon immer in der Welt, ne? Es gibt immer eine Technologie, die ist irgendwann, ich sag mal, vor 100 Jahren gab es noch viel mehr Kutschenbauer und Pferdesattler oder was auch immer. Dann kam das Automobil. Die Leute haben alle irgendwann irgendwelche anderen Arbeiten gefunden und so ist das jetzt auch. Also ich glaube nicht, dass nur weil jetzt E-Mobilität weniger Menschen in der Fertigung braucht, dass deswegen generell alle arbeitslos werden. Es wird sich verlagern. Wir brauchen vielleicht mehr Softwareingenieure oder keine Ahnung was. Es wird immer irgendwas geben. Also ich glaube, das ist vorgeschoben, da zu argumentieren, sagen, wir werden alle, unsere deutsche Wirtschaft geht zugrunde, weil wir alle nur noch Elektroautos bauen. Das halte ich für Quatsch. Ja, das war auch ein schönes Schlusswort, Lars. Dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich bei dir für dieses
für dieses tolle Gespräch und die Einblicke in diese Tesla-Welt, die, glaube ich, viele gar nicht so kennen und kannten bisher. Und sag nochmal herzlichen Dank. Ich würde dich jetzt aus dem Stream rausnehmen und noch kurz ein paar Worte an die Community richten. Lars, vielen Dank. Danke dir und wie die Amis zu sagen, deswegen, thanks for having me. Ja, you're welcome. Bye, bye. Ciao. Ja, das war eine weitere Folge von Tesla Olli mit dem Tesla Fahrer und Freunde e.V., mit dem Lars Hendrichs, der da total geile Einblicke gegeben hat in das TOC-Programm und viele andere Dinge. Und ja, für mich sind das alles gute Argumente, warum ich auch fleißig weiter Werbung mache für den TFF und neue Mitglieder versuche zu akquirieren, weil man da einfach immer informiert ist. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr würdigt das mit einem Daumen hoch. Da wäre ich euch äußerst dankbar. Und ja, vielleicht ist es auch eine Gelegenheit, meinen Kanal zu abonnieren. Würde ich mich riesig freuen, wenn ihr es nicht getan habt, meinen Kanal zu abonnieren, dass die Tesla-Olli-Community noch ein bisschen wächst. Ihr vielleicht das Glöckchen läutet, dass ihr kein Video verpasst. Und dann sehen wir uns schon bald wieder. Stay tuned. Ciao. Vielen Dank.